Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich mit euch ein bisschen über DynDNS reden, also Dynamic DNS. Was ist das? Wozu brauche ich das? Und mit welchen Anbietern kann ich das vielleicht machen? So eine grobe Übersicht eben. Viel Spaß! Ja, ihr Lieben, warum sollte ich mit DynDNS arbeiten oder was ist überhaupt das Problem, was dazu führt, dass ich vielleicht mit Dynamic DNS arbeiten möchte? Das Problem sind unsere sogenannten Dial-Up-Verbindungen, also unsere Einmalverbindungen, die wir bei diversen Providern eben mit DSL, mit Kabel und so weiter irgendwie realisieren. Wenn ich also am Provider-WAN meinen Router betreibe, ja, dann erhalte ich ja in der Regel vom Provider, das Spiel kennt ihr ja, eine öffentliche IP-Adresse. Die wird der Router auf seinem dem Internet zugewandten Interface binden. Vielleicht kann ich das hier noch ein bisschen größer machen. Upsi, das war vielleicht ein bisschen arg groß. So, nochmal. Ja, die kann ich also, wird der Router auf seinem dem Provider zugewandten Interface binden, ja, und dann erhalten meine Rechner hier hinten im privaten Netz, die erhalten eben auch private IP-Adressen aus dem entsprechenden Bereich, der in den RFCs festgelegt ist, also IP-Adressen, die im Internet nicht geroutet werden. Wenn jetzt mein Rechner nach draußen kommuniziert, passiert an dieser Stelle sogenanntes NAT, Network Address Translation. Das heißt, die eigentliche IP-Adresse des Rechners verschwindet und sie wird durch die des Routers ersetzt und dann wird mit anderen Rechnern im Internet kommuniziert. Soweit, so schön. Problem ist jetzt, diese eine IP-Adresse, die mein Router da hat, über die ich also dann rein theoretisch im Internet erreichbar sein könnte, diese eine IP-Adresse ändert sich ganz oft. Und zwar meistens dann oder ja eigentlich immer dann, wenn ihr euch wieder ins Internet einwählt. Also es ist nicht ganz so tragisch und nicht ganz so schlimm, wie es manchmal dargestellt wird. Also es kann euch schon mal passieren, dass ihr 3-4 Wochen lang hintereinander bei jeder Einwahl immer wieder die gleiche IP-Adresse bekommt. Aber es gibt eben keine Garantie dafür. Also ganz häufig wechselt die IP-Adresse, die ihr eben bei einer Einwahl erhaltet, eben dann doch mal. Ja, warum... Also das passiert übrigens auch bei IPv6, ja, also nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, ja, aber mit IPv6 und keine Adressknappheit mehr und hier und da und keine Ahnung, da passiert das trotzdem immer noch, weil die Provider ja wissen, dass man mit festen IP-Adressen und einer festen IP-Adresszuweisung auch ein bisschen Geld verdienen kann. Das heißt also, wenn ihr das haben wollt, dass ihr wirklich eine IP-Adresse habt, die sich niemals ändert, wo ihr immer die gleiche bekommt, wo die euch fest zugewiesen ist, ja, dann müsst ihr dem Provider etwas mehr bezahlen als die lächerlichen 20, 30 Euro jeden Monat für euren DSL-Anschluss. Ja, dann wird es sehr schnell sehr teuer. Okay, also unser Problem, ne, mit den Dial-Up-Verbindungen ist, diese IP-Adresse hier ändert sich ständig. Das heißt also, wenn dieser Client jetzt hier drauf zugreifen will, ja, dann stellt sich die Frage, an welche IP-Adresse muss ich mich überhaupt wenden, um mich jetzt mit meinem Heimnetz zu verbinden, weil ich da zum Beispiel einen Server laufen habe, weil ich mit anderen Leuten Teamspeak machen möchte und da einen Teamspeak-Server laufen lasse oder was auch immer. Ja? Also aus irgendeinem Grund möchte ich gerne in mein Heimnetzwerk zugreifen und das ist also nicht so einfach möglich, weil ich die IP-Adresse nicht kenne. Okay, die Lösung ist, das kann man sicherlich aus dem Titel des Videos schon ganz gut ersehen, ne, die Lösung ist dynamisches DNS. Wir verwenden also Namen statt IP-Adressen. Ja, was passiert ist das Folgende, ja, ihr wählt euch ins Internet ein, ja, so weit, so schön, und ihr erhaltet dann von eurem Provider eine IP-Adresse, die ihr auf diesem dem Internet zugewandten Interface also bindet, zum Beispiel 89.15, 12.13, keine Ahnung, oder 12.3. Ja, also irgendeine IP-Adresse kriegt ihr, ja. Und dann gibt es jetzt also einen DNS-Server im Internet, der sich diese IP-Adresse, dem diese IP-Adresse mitgeteilt wird, ja, hier die, wird ihm mitgeteilt. Und bei diesem Server registriert ihr euch einen Namen. Ja, das ist also eine, ne, irgendeine Subdomain in der Domain dynDNS.com zum Beispiel. Ja. Das heißt also, ihr redet an dynDNS, an den Anbieter, an einen der vielen Anbieter heran, sagt, ich brauche eine Domain, also einen Namen, ja, dann kriegt ihr also einen Namen, zum Beispiel sebi.dynDNS.com und dann müsst ihr dafür sorgen, dass die IP-Adresse von eurem Router hier immer wieder hinterlegt wird. Das heißt also, ne, wenn dann später ein Client auf euren Router in irgendeiner Form zugreifen möchte, ja, dann wird er im ersten Schritt die IP-Adresse von dem DynDNS-Server in Erfahrung bringen und dann im zweiten Schritt wird er sich an den Router direkt dann wenden können, ja, und kann dann also eine Verbindung aufbauen direkt zu dem Router, der das Heimnetz verwaltet. Wir haben da natürlich ein klitzekleines Problem, ne?
Der Router ist in der Regel gar nicht das Ziel dieser ganzen Bemühungen, die wir hier machen, sondern das Ziel ist ja in der Regel ein Server hier hinter. Das heißt also, der Client macht so etwas wie eine Webanfrage an sebi.dyndns.com und wird dann ja bei der IP-Adresse des Routers hier rauskommen. Also das Problem mit NAT ist ja die fehlende Ende-zu-Ende-Verbindung, das habe ich ja schon lange und breit erklärt. Jetzt muss also hier an dieser Stelle eine Entscheidung getroffen werden, was jetzt mit dieser Anfrage passieren soll. Und das ist eben, auch das habe ich in der NAT-Videoreihe erklärt, das sogenannte Port Forwarding. Ja, vielleicht mache ich euch einfach einen Link zu dem Video hier unten in die Infobox. Ja, das heißt also, diese Schnittstelle ist jetzt unter sebi.dyndns.com verfügbar, aber das Paket muss aufgrund der Port Forwarding-Regel dann an den entsprechenden Server weitergeleitet werden. Ja, das letzte Thema, über das ich mit euch sprechen möchte, ist den DNS-Eintrag aktuell halten. Ne? Also jetzt haben wir ja darüber gesprochen, wie das Ganze funktioniert und dass ich natürlich auch Port Forwarding brauche und so weiter und so fort. Aber die Frage ist natürlich, wie weiß eigentlich der DNS-Server immer, welche IP-Adresse mein Router gerade hat? Und das funktioniert relativ simpel eigentlich. Und zwar ist es so, dass die meisten Router in der Regel schon eine entsprechende Funktionalität anbieten. Das heißt also, wenn ihr eine Fritzbox habt, wenn ihr einen Speedport habt, wenn ihr irgendeinen gängigen Router habt, dann habt ihr in der Regel die Möglichkeit, DNS zu konfigurieren. Das heißt also, ihr sagt, welchen Anbieter habe ich, welchen Benutzernamen, welches Kennwort habe ich bei diesem Anbieter und wie lautet der Hostname, den ich dort reservieren will. Und das sorgt also dann dafür, dass die Fritzbox oder der Speedport oder das irgendwas Gerät letzten Endes seine DNS-Informationen ganz automatisch an den DNS-Server des DNS-Anbieters überträgt und dort werden dann eben Updates gemacht und zwar jedes Mal, wenn sich der Router neu einwählt. Das funktioniert ganz hervorragend und ist eigentlich echt eine super Sache. Ja, also da muss man sich nicht um allzu viel kümmern, es passiert mehr oder weniger von alleine und es funktioniert wirklich sehr, sehr zuverlässig. Es gibt auch Anbieter, DNS-Anbieter, die bieten euch also eine Software an für verschiedene Betriebssysteme, Linux, Windows und so weiter und so fort. Es hängt halt immer vom Anbieter so ein Stück weit ab und mit dieser Software könnt ihr dann also auf eine oder von einem Rechner aus eurem Netz aus den Eintrag eben aktualisieren. Das heißt also, diese Software installiert ihr hier vielleicht auf eurem Server, den ihr sowieso betreibt und der wiederum schickt dann die Informationen über die sich ändernde IP-Adresse an den DNS-Server. Das heißt also, wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Das hängt auch wahrscheinlich von der Software ab, weil dieser Rechner ja in der Regel nicht weiß, wann sich die IP-Adresse ändert. Aber er kann sicherlich auch irgendwie in periodischen Abständen zum Beispiel irgendwas losschicken und kann sagen, hier schau mal, von dieser IP-Adresse, von der jetzt dieses Paket gerade kommt, das ist die, die jetzt zu dem Namen gehört. Also wie gut es dann mit der Software funktioniert, weiß ich nicht. Ich bin in der Regel jemand, der diese Geschichten auf dem Router nutzt. Ja. Und ja, da sind wir auch schon da beim eigentlichen entscheidenden Thema. Welche Anbieter benutze ich denn jetzt eigentlich? Also ich persönlich mache DynDNS schon seit Jahren mit noip.com und habe damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Allerdings benutze ich es meistens nur testweise. Das heißt also, ich betreibe in der Regel keine Sachen hier zu Hause in meinem privaten Netz, auf die ich von außen dauerhaft zugreifen möchte. Das heißt also, diese Geschichte zum Beispiel mit VPN bei der Fritzbox, was ich hier letztens gemacht habe, habe ich also mit einer Namensauflösung über noip.com im Endeffekt realisiert. Da ich allerdings Fritzbox-Nutzer bin und ja auch ganz zufrieden mit diesen Kisten bin, würde ich wahrscheinlich, wenn ich es jetzt dauerhaft zu implementieren hätte, würde ich wahrscheinlich mal versuchen, so ein AVM-MyFritz-Konto anzulegen. Das gibt zwar nicht ganz so hübsche Hostnamen, allerdings kann man die sich ja immer als Bookmark und sonst irgendwas hinterlegen. Das heißt also, der aufzulösende Name ist zwar kein schöner, aber er bleibt eben immer gleich und da ich ein Lesezeichen oder sowas habe, interessiert mich das ja auch wieder gar nicht. Und der Service von AVM soll wohl relativ gut und zuverlässig funktionieren. Das gilt aber allerdings laut Tests, also die ich so im Internet gelesen habe und Erfahrungsberichten auch für ddnss.de, also dein dyndnsservice.de, ja, und wohl auch dieses Click-IP soll wohl auch sehr gut funktionieren. Ich denke, da muss dann jeder so ein bisschen gucken, welche Features bietet mir welcher Anbieter und welche Features sind für mich wichtig. Also bei dem einen kann ich vielleicht mehrere Namen registrieren, bei dem anderen ist es vielleicht irgendwie so, dass ich da nicht ständig auf irgendwelche Bestätigungs-E-Mails klicken muss oder so. Also das müsst ihr für euch so ein bisschen auch rausfinden, welchen Anbieter ihr jetzt letzten Endes gerne verwenden wollt und dann benutzt ihr auch einfach den, mit dem ihr gerade am besten
klarkommt. Da von mir jetzt nicht so eine richtige Empfehlung. Ich kann nur sagen, mit NoIP.com bin ich immer gut gefahren und ich werde es wahrscheinlich mit AVM demnächst mal versuchen. Ja, ihr Lieben, das war es auch schon soweit zu diesem Video. Ich denke, so wahnsinnig viel gibt es zu DynDNS gar nicht zu sagen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, wenn ihr denkt, dass irgendwas nicht so super gut rübergekommen ist, dann würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mir hier unten einen Kommentar da lasst, mit dem ich das Ganze dann vielleicht, nachvollziehen kann und dann vielleicht nachbessern kann mit einem zweiten Video oder wie auch immer. Ansonsten, ja, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wäre das total super und ein Abo für meinen Kanal, da freue ich mich natürlich auch. Ansonsten hoffe ich, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich wieder was hochlade und bis dahin haltet ihr die Ohren steif. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.